Ein seit Tagen vermisster 54-jähriger Motorradfahrer aus Vellmar im Landkreis Kassel ist nun bei Volkerdinghausen tot aufgefunden worden. Ein Landwirt fand den Mann in einem Feld neben der Kreisstraße zwischen den Bad Arolser Ortsteilen Landau und Volkerdinghausen. Nach ersten Erkenntnissen war der 54-Jährige bei einer Probefahrt mit einer schwarzen Ducati von Wolfhagen aus auf der Straße zwischen Volkerdinghausen in Richtung Landau unterwegs und kam kurz nach dem Ortsausgang in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Angaben der Polizei überschlug sich die Maschine und landete 40 Meter von der Straße entfernt in einem Feld. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen. Der Mann war am Freitag von einer Probefahrt von einem Wolfhager Motorradhändler aus in Richtung Landau unterwegs und kehrte nicht mehr zurück. Ein Großaufgebot der Polizei, unter anderem auch mit einem Hubschrauber, suchte den Mann bisher vergebens.